und du willst jetzt ernsthaft Emotion kaufen? Ich meine, du weißt, dass wir es nicht hinbekommen haben. Und du weißt, was du dafür brauchst. 1 Million ungefähr. Wenn du es versuchen willst, 8 Wochen hast du Zeit. Okay, 1 Million. Wie gehe ich das jetzt am besten an? Hi, Kasia. Hallo, Johannes. Hi, Kasia. Hey, Kasia. Du, ich habe da eine Frage. Es geht um ein Printmagazin. Emotion heißt es. Wer ist noch mit dabei? Um was geht es? Und Print, ja, aber mit ganz großen Ideen für digital und andere Kanäle. Ich möchte Emotion kaufen. Okay, wie viel brauchst du? Also es geht so um also maximal 1 Million? Boah, 1 Million ist jetzt ja nicht so wenig, ne? 1 Million, sagst du? Für Print? Kasia, 1 Million. 1 Million. Mhm. Ja. Viel Glück. Ich muss los. Oh, da muss ich mich erst mal setzen. Puh. Printmedien. Ja, ist Print. Ich dachte, das macht keiner mehr. Ich bin hier gerade bei Bild Digital zugange, du. Wir versuchen hier gerade Paid Content aufzubauen. Also für Print? Ja, ist Print. Bin mir nicht sicher. Schade, ja. Du, ich hab gerade so viel zu tun. Es tut mir leid, ja? Meld dich nachher nochmal. Okay, ciao. Pack einfach alles auf Blockchain, dann wirst du die Millionen bald zusammen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Blockchain? Was ist denn das? Also ich kann gerne die Promis fragen, aber das muss ich auch später machen, weil ich gehe jetzt erstmal auf Sendung, ja? Also Förderanträge, schwierig. Ja, oder Bachelor. Hast du jetzt Bachelor gesagt? Bachelor ist nicht schlecht, ich glaube, die zahlen ganz gut. Aber ich investiere eigentlich nur in Technologie. Sportlich. Was Kasia daraus gemacht hat. Vielleicht hätte ich echt mehr nehmen sollen. Wir freuen uns sehr, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer der IQ Digital Guidance Conference, Gast zu sein, heute sprechen zu dürfen als Emotion, obwohl wir gerade selber unsere tolle Konferenz haben, nämlich den Emotion Women's Day oder sogar die Emotion Women's Days. Sie gehen noch bis morgen. Und wir haben jetzt nicht rübergeschaltet, sondern mussten das leider schon aufzeichnen, aber dafür präsentieren wir Ihnen heute oder euch allen unsere Gründerin, Verlagsgründerin, Chefin Dr. Katarzyna Mohl-Wolf, gleich im Gespräch mit Michael Trautmann, Werbespezialist. Die meisten kennen ihn ganz gewiss, bin mir ganz sicher. Und wir freuen uns sehr, lieber Michael, Spezialist für New Work, auch warst du dabei 2019, als wir unseren ersten großen Emotion Women's Day, oh ja, mit 1000 Frauen fast gefeiert haben. Jetzt ein bisschen kleiner, aber dafür bist du heute unser männlicher Gast in der Runde. Wir freuen uns sehr und stellst uns ein paar Fragen und darauf freuen wir uns schon sehr. Und mit dabei in der Runde ist Sabine Rodenbeek, unsere digitale Chefredakteurin für Emotion und alle Produkte aus unserem Haus. Und wir versprechen jetzt ein ganz tolles Gespräch. Ich bin Wenke von der Heide, Executive Sales Director für alle Produkte aus dem Inspiring Network. Und jetzt
ziehe ich mich auch schon zurück und überlasse nämlich lieber Kasia und Michael gleich das Wort. Sicher mit ein paar tollen Worten zu unserer Konferenz, die parallel jetzt stattfindet. Das machen wir sehr gerne, aber so ganz lassen wir dich nicht vom Haken, denn du bist ja auch jetzt dann quasi nach dieser lieben Vorstellung Mitglied unserer Diskussionsrunde und ich bin sehr froh, heute hier mit euch zu sein. Die Teilnahme an dem Emotional Women's Day ist die physische, wo ich dabei war und die Chance hatte damals die Kommunikationschefin von Philip Morris und diese große Umpositionierung der Marke bei euch live auf der Bühne interviewen zu dürfen, den Podcast dann auch, meinen Podcast damit zu bereichern und diese fantastischen Frauen auf der Bühne zu erleben. Also mir hat das unglaublich die Augen geöffnet. Ich habe so viel über das Thema Diversity, Inclusion, Equity kennengelernt, über die Missstände. Also von daher fühle ich mich auch sattelfest, euch heute die Fragen zu stellen. Ihr seid die Expertin, ich der Stichwortgeber und es soll auch gleich losgehen. Wir haben es gehört. Die Emotional Women's Days finden gerade statt, im letzten Jahr rein digital. Kasia, erzähl doch mal, wie ist es heute und morgen? Was gibt es dort zu sehen, zu hören? Wie habt ihr es technisch gelöst? Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein im Rahmen der IQ Digital Guidance Konferenz. Unsere eigene Konferenz gerade findet als Hybrid-Modell statt in diesem Jahr. Wir hatten ja auf zwei präsente Tage gehofft, aber dann kam doch nochmal Corona dazwischen. Insofern streamen wir heute aus dem Atlantic Hotel, haben vor Ort aber auch ein Präsenz-Event und werden morgen in eine reine Digital-Session gehen mit drei verschiedenen Themensträngen. Das Oberthema ist Return to We, denn mehr denn je geht es heute ja um das Thema gemeinsam, um Solidarität. Nur gemeinsam kommen wir weiter. Das ist auch so unser Thema bei den Emotional Women's Days in diesem Jahr. Ich finde es großartig, die Grundidee, wirklich smarte Allianzen zu schmieden, euch als Frauen auch mehr in Gruppen zusammenzupacken, ist ja auch eins der Themen, was ihr ständig im Heft, im Web thematisiert, das für die Konferenz zu machen, ganz, ganz toll. Vielleicht kannst du noch ein paar Namen, ein paar Highlights sagen, ein paar Partner, die ihr dabei habt, um so ein bisschen einen Einblick in das zu geben, was da passiert. Uns geht es heute an dem heutigen Tag darum, gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten und zu begreifen und alle dazu zu inspirieren, gemeinsam an unserem Leben, wie wir leben wollen, zu arbeiten. Wir haben politische Runden mit Düsen Teckhals zum Thema German Dream und Maya Göpel. Wir haben Impulsvorträge der Europaabgeordneten Katharina Barley, aber auch Janine Ullmann, Moderatorin und Frauenaktivistin, ist dabei. Ein Highlight ist Caitlin Moran, die Bestseller-Autorin aus England, die einen ganz spannenden, manchmal ironischen Blick auf uns Frauen wirft. Ich freue mich sehr, dass sie die Keynote halten wird. Und morgen geht es dann weiter zu den Themensträngen Digitalisierung, New Work und vor allem auch zum Bereich Finanzen, der für uns Frauen, finde ich, ein ganz wichtiger Bereich ist, weil nur die finanzielle Freiheit bringt uns auch im Rahmen der Gleichberechtigung weiter. Insofern sind wir sehr stolz auf unser tolles Programm und auf die vielen Frauen, die auch in diesem Jahr wieder mit dabei sind. Großartig, ich bin richtig neidisch. Michael, ich muss noch einmal schnell auch noch sagen, wie stolz wir sind, dass wir wirklich wieder so ganz tolle Partner an unserer Seite haben. Das ist, da sind wir wahnsinnig glücklich, dass die uns zum Teil schon seit 3 Jahren jetzt begleiten und jeden neuen Weg mit uns gehen. Erst ganz groß live, dann als erster Pionier rein digital. Jetzt trauen wir uns hybrid und allen voran eben wieder Schieß Mercedes, aber Accenture, LinkedIn, Shiseido, Douglas, H&M. Also es sind wirklich ganz große Barbour, tolle Partner wieder. Und an dieser Stelle muss ich einmal schnell ganz herzlichen Dank sagen. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar vergessen, aber das ermöglicht uns die Freiheit, wieder auch wirklich eine tolle Konferenz umzusetzen. Super. Sabine, wir haben es gehört, ihr wart im letzten Jahr rein digital. Das war mutig. Viele große Vorbilder, Online-Marketing-Rockstars haben es ganz abgesagt, mit denen ihr ja auch schon kooperiert habt. Ihr wart eine der ganz wenigen Veranstalterinnen, die nicht abgesagt haben, das Event wirklich ganz, ganz schnell digitalisiert haben, toll gestreamt haben. Hat Corona bei euch wie so ein Digitalisierungsbooster gewirkt?
Ein bisschen schon. Wir haben zumindest eine große Bewegung gemerkt. Am Anfang haben wir, glaube ich, gemerkt, dass alle Menschen sich informieren wollten. So, also es gab quasi verschiedene Phasen, die wir so im Laufe der Pandemie miterlebt haben. Dann haben wir gemerkt, dass die Frauen natürlich in einer ganz besonderen Situation waren, weil sie sich auf einmal dem Thema Homeoffice plus Homeschooling ausgesetzt fühlten. Wir haben dann mit Themen auf unserer Website angefangen und die Frauen da abgeholt, wo sie sind, und haben viel Support geleistet mit solchen Themen, haben aber auch zum Beispiel nicht nur Mütter in den Fokus gerückt, sondern auch Frauen, die gerade gegründet hatten. Über die haben wir Geschichten gebracht. Wir haben intern natürlich auch ein bisschen digitaler noch gedacht, als wir ohnehin schon wollten. Wir haben unseren ersten digitalen Workshop gemacht, den wir Yes, You Can genannt haben. Da ging es um Kraftsammeln für harte Zeiten. Da war Luisa Neubauer mit dabei. Wir haben eine Finanzkonferenz gemacht, den EWD Compact Finance. Wir haben im November ein neues digitales Abo-Programm gelauncht, Emotion for Me, das wir thematisch in den Fokus gerückt haben für Inner Growth. Wir haben das Programm sogar im August nochmal ganz neu aufgestellt und wollen jetzt damit die Frauen wirklich da abholen, wo sie gerade sind, nämlich leider in einer Phase der Energielosigkeit, weil natürlich 1,5 Jahre Pandemie uns, das sehen wir ja selber auch, ein bisschen durchaus strapaziert haben. Und deshalb haben wir ab August unser Programm unter das Motto »Mit uns kannst du neue Energie tanken« gestellt. Da kann man zum Beispiel mit Coaches arbeiten an Energiethemen. Ja, das ist uns halt immer ganz wichtig, dass wir die Frauen da abholen, wo sie sind. Und das funktioniert natürlich digital, indem sie dann auch zu Hause bleiben können und sich abends nochmal in einen Zoom-Talk mit uns reinschalten können. Also insofern sind wir noch digitaler geworden, als wir es ohnehin geplant hatten. Großartig. Kascha, das Thema heute heißt Female Empowerment Mission Accomplished. Mutiger Titel. Ihr gehört ganz eindeutig zu den Pionierinnen. Seit über 12 Jahren engagiert ihr euch für das Thema, begleitet die gesellschaftlichen Entwicklungen in Sachen Gleichberechtigung. Und heute ist ja so ein bisschen gefühlt, jeder schreibt Diversity auf seine Fahnen. Wenn irgendwas in der Welt passiert, sind auf einmal überall bunte Flaggen auf allen Marken drauf. Gleichzeitig haben wir aber eine Diskussion im Netz, wenn es um solche Dinge geht wie Gender-Sternchen, wo man glaubt, da sind noch kilometerbreite und kilometertiefe Gräben. Was glaubst du, Kascha, wo stehen wir heute eigentlich wirklich mit dem Thema Diversität und Gleichberechtigung? Also ich freue mich, dass dieses Thema nach 12 Jahren Emotion jetzt wirklich überall wirklich, also man redet über das Thema Gleichberechtigung, über tradierte Rollenbilder, die wir endlich alle verändern wollen. Wir sind auf der einen Seite sehr weit gekommen, auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt so hoffentlich am Ende von Corona, hoffen wir jetzt mal alle positiv, ja, wir sind ja alle Optimisten, dass uns Corona nochmal sehr zurückgeworfen hat in viele Themen. Auf der anderen Seite aber auch dieses berühmte Brennglas war, was man vielleicht auch nicht mehr hören kann, ja, diesen Ausdruck, um zu zeigen, an welchen Stellen muss sich was bewegen und vorangehen. Das Faszinierende ist ja, dass, glaube ich, ich weiß nicht, es gibt mittlerweile unzählige Studien, die belegen, dass Diversität Unternehmen voranbringt, aber dadurch, dass natürlich noch sehr viele Männer an machtvollen Positionen stehen, ist es ein Thema, was noch ein bisschen Zeit brauchen wird, bis wir das verändern. Wir Frauen müssen empowered werden, dazu sollen ja die 2 Tage jetzt auch beitragen, ja, uns zu wissen, wo wollen wir hin und wie kommen wir gemeinsam auch an unsere Ziele. Aber es geht natürlich auch um politische Eckdaten, die sich verändern müssen. Aber warum sind die Herausforderungen denn so groß, wenn wir doch eine Studienlage haben, die immer wieder belegt, Diversität bringt Unternehmen eigentlich Vorteile. Bessere Teams, diversere Teams sind bessere Teams, bringen bessere Leistung. Was sind die wirklichen Stolpersteine, die wir aus dem Weg räumen müssen?
Ich glaube, wenn wir von oben schauen, liegt es darum, dass man natürlich nicht einfach sagen kann, wir brauchen jetzt eine Frauenquote in den Vorständen und dann die entsprechenden Männer einfach aus ihren Jobs. Wir können die Männer ja nicht, wenn sie guten Job machen oder lange Verträge haben, einfach aus den Jobs stoßen. Ja? Also ist der Prozess, die Veränderung muss ja unten anfangen und sie wird nur funktionieren, wenn Unternehmenslenker und Lenkerinnen begreifen, dass diverse Teams sie weiterbringen, wenn wir Eckdaten in Unternehmen, du bist selber ja New Work-Experte, du weißt, wie viel sich verändern muss, also von Arbeitszeitmodellen, Homeoffice, nicht Homeoffice, also flexibles Arbeiten. Wir Medien haben eine große Aufgabe. Also darüber hatten wir auch schon mit der IQ ein ganz spannendes Panel. Also wir Medien sind sehr verantwortlich dafür, welche Rollenbilder wir zeigen, ja, wie wir auch Frauen neue Arbeitsmodelle da draußen publik machen, damit wir diese tradierten Rollenbilder, die viele Frauen ja davon abhalten, neue Wege zu gehen oder ihre Träume zu verwirklichen, endlich aus den Köpfen bekommen. Mhm. Ihr macht ja mit dem Emotion Award schon seit 10 Jahren großartige Arbeit. Ihr zeigt damit tolle Frauen, seien Startup-Gründerinnen, Frauen in Führung. Ihr habt in diesem Jahr eine neue Kategorie, Gender Balance in Media. Erklär mal ein bisschen, wer ist dabei und ihr habt da einen Partner, glaube ich, und was ist der Hintergrund? Wir wollen diejenige oder denjenigen küren, der in Medienunternehmen wirklich das Thema Diversität voranbringt. Wir freuen uns sehr, das Fachmedium Horizont als Partner gewinnen zu können, die genauso wie wir davon überzeugt sind, dass wir Medien hier eine starke Verantwortung haben. Discovery ist auch mit dabei, wie auch unsere langjährigen Award-Partner Schiess Mercedes, Hanse Merkur und Shiseido. Und wir wollen einfach mit dieser Kategorie, die wir sicher ein paar Jahre brauchen werden, bis sich wirklich was verändert, dazu beitragen, dass Medienhäuser genauer hinschauen, wie findet der Diversität bei uns wirklich statt, in Redaktionen, in der Berichterstattung, aber auch in den Verlagshäusern an den wichtigen Positionen. Vielen Dank. Wenke, jetzt kommen wir mal auf das Thema Markenführung. Auch dort dreht sich ja seit vielen, vielen Jahren vieles um das Thema Diversity. Und ich als Mensch, der selber seinen Großteil seines Berufslebens mit Marken zugebracht hat, erfüllt das durchaus mit Stolz, weil wir haben ja auch oft Grund, nicht stolz zu sein. Aber das, was Always, Dove oder jüngere Kampagnen wie Zalando, H&M oder jetzt auch Douglas machen, ist ja wirklich großartig. Natürlich werben die auch für ihre Produkte, aber sie werben eben auch für Diversity, Produktkategorie übergreifend. Wie kommt das bei euch an? Das finden wir natürlich fantastisch, weil am Ende immer die Kampagnen dann oder der Werbemarkt so ein bisschen ein Spiegelbild ja ist und zeigt, was ist relevant. Und das zeigt, dass diese Themen einfach relevant geworden sind in der Gesellschaft. Sonst würden die Firmen das nicht aufgreifen. Und ich finde, das zeigt wirklich, wir sind ein sehr guten Stück des Weges gegangen und man kann es nicht mehr wegdenken. Und wir sehen es jetzt ja auch gerade jüngst in der Zeit, wie groß Empörung ist und ne, auch wenn wir die Gesamtweltlage uns anschauen, dass wir, wie wichtig diese Themen sind und das finde ich großartig. Ihr seid immer viel zu bescheiden, ihr redet immer über das große Ganze, aber ihr macht ja selber schon so viele gute Sachen, ne? Mit der Emotion Community habt ihr tolle Aktionen gemacht. Erzählt doch mal ein bisschen, was für Umfelder ihr eigentlich Werbung treibenden bietet, warum ihr auch als Werbemedium wirklich ja ganz, ganz toll für frauenrelevante Produkte seid. Ja, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist unsere Kompetenz, unsere Glaubwürdigkeit. All das, was wir machen, wir leben es im eigenen Verlag. Unsere Leserinnen, Userinnen haben gelernt, dass sie Teil des Ganzen sind, dass sie gehört werden. Und das schaffen wir tatsächlich mit unserer Emotion Community, aber auch mit emotion.de. Also wir fangen mit dem Blatt an, wo wir inspirieren, aber wir gehen in den Austausch, in den Dialog. Und das ist natürlich für Marken wichtig. Ne? Ich habe ein hochqualitatives, glaubwürdiges Umfeld. Ich bin frei von Hassbotschaften und anderen. Ich bin wirklich gut positioniert da und ich
profitiere von diesen Themen, von der Qualität, aber auch von der Glaubwürdigkeit, weil ich glaube, Glaubwürdigkeit ist überhaupt das zentrale Thema in der Zeit. Wenn ich den tollsten Claim entwickle, der nicht relevant und nicht glaubwürdig ist oder nicht in einem glaubwürdigen Medium stattfindet, dann ist der Kontakt, hat er nicht die gleiche Qualität. Und das ist etwas, was eben fantastisch läuft. Wir haben eine Emotion-Community lanciert, vor einigen Jahren, die wirklich wahnsinnig wächst. Wir können sagen, die wächst um 1.000 Mitglieder im Monat und wir sind ja ein feines Qualitätsmedium, was sich auch nicht mehr verstecken muss. Wir haben gerade in der AWA 80.000 neue Leserinnen gewonnen. Das ist jetzt wieder ein anderer Markt, aber das alle Märkte greifen ja ineinander und das zeigt ja auch, dass diese Themen, die wir bespielen, Relevanz haben. Und da freuen wir uns, dass wir mit diesen großen Markenpartnern wirklich Themen gemeinsam entwickeln, die eine Relevanz haben für unsere Leser, für unsere User und so wirklich Content generieren, den sie weiterverwenden können, der aber eben auch diese Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Ne? Also das ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut überhaupt, wo man auch sehr sorgfältig und achtsam mit umgehen muss. Aber ich denke, das ist ein Weg, der oft zu Emotion führt und uns dann gemeinsam mit den Marken gehen lässt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Was mich wirklich freut, ich bin ja in diesem Markt schon sehr lange auch unterwegs, mittlerweile sehr lange in der Medienbranche, dass ich das Gefühl habe, dass die Leserin, Userin, unsere Zielgruppe endlich gutiert, dieses Echtsein auch gutiert, ja? Dass wir Emotion machen und sie auf ihren Weg bringen wollen, weil wir alle überzeugt unseren Weg gehen und wirklich alle, nicht nur ich, mein Traum lebe, sondern die Kolleginnen und leider so wenig Männer, aber schon, es gibt ein paar Männer bei uns, die wirklich da sind bei Emotion, weil sie was bewegen wollen, weil sie Haltung zeigen wollen und ich glaube, das ist etwas, dieses Haltung zeigen, eine Meinung haben, was bewegen wollen, das ist etwas, was bei uns durch zwischen allen Zeilen, egal ob digital oder print, wirklich durchkommt und was immer mehr gutiert wird. Und das freut mich auch sehr, ja, weil wir sind ja auch andere Zeiten gewohnt, wo nur viel Marketing wahnsinnig viel bewegt hat. Und ich glaube, jetzt sind die User viel kritischer geworden und folgen Marken, diesen Love Brands, ja, zu der ich uns jetzt auch zählen möchte und wo sie sagen, denen vertrauen wir, weil die meinen es ernst. Die machen jetzt nicht viel mehr Empowerment, weil es gerade in ist, sondern die machen schon seit vielen Jahren, dass sie davon überzeugt sind, dass die Welt diverser werden muss und weil sie was bewegen wollen und weil sie eine Spur hinterlassen wollen hier mit Emotion. Ja. Und ich empfehle auch all meinen männlichen Freunden immer mal eines eurer Magazine in die Hand zu nehmen, weil man dann eine Menge lernen kann, was einem dann auch im Umgang mit euch hilft. Also ich finde es auch für Männer sehr, sehr interessant zu lesen. Also ich nehme eigentlich jedes Heft in die Hand und finde immer was mich auch weiterbringt. Wir kommen mal zum Thema, ihr seid auch was Produktentwicklung angeht, niemals müde, niemals still. Wir haben über das Thema Gender Pay Gap auch im Vorgespräch ja gesprochen, eins, was euch auch in eurer Community interessiert, als ein Empowerment-Thema, um dieses Gender Pay Gap eben zu überwinden. Ihr habt da was Neues gemacht. Benke, erzähl mal, was gibt's Neues? Ja, wir wollen natürlich, passt total zu uns, weil wir immer sagen, wir wollen, dass Frauen ihren Weg gehen und das geht sie am besten mit finanzieller Unabhängigkeit. Das ist schon lange ein Herzensthema und wir haben zur letzten Bundestagswahl dazu schon eine große Umfrage gemacht und festgestellt, dass das die Kernforderung unserer Leserin, Userin war, Equal Pay, als es noch gar nicht in aller Munde war. Also und da haben wir natürlich nicht nachgelassen, ermuntern sie daran, sagen, es ist total wichtig, ihr müsst euch darum kümmern. Und gleichzeitig ist auch noch eine Studie rausgekommen von McKinsey, die wir ganz spannend finden im letzten Jahr, dass nämlich immer mehr Geld in den Händen von Frauen liegen, gerade in den westlichen Industrieländern. Also sie verdienen jetzt endlich mehr, also das ist großartig. Also wir haben einen großen DAX-Konzern, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber wo schon quasi gar keinen Pay Gap mehr gibt. Also sie verdienen deutlich mehr, aber es wird auch immer mehr Geld tatsächlich in die Hände von Frauen vererbt. Und dann haben wir noch einen Markt draußen, einen Finanzmarkt, der von Negativzins und Börsenboom gekennzeichnet ist, da haben wir gedacht, es ist eigentlich jetzt die Zeit, wirklich eine tolle neue Marke zu lancieren, nämlich finanziell, wir sind ganz stolz,
Am 18.08. Für uns ist es noch morgen, aber es ist ja dann schon am Kiosk, wahrscheinlich schon ausverkauft, wir hoffen. Aber natürlich digital auch schon gestartet und haben ein tolles Gründerinnen-Team. Kasia, Irene Rammel-Jürrenberg und zwei tolle Chefredakteurinnen. Und Sabine ist natürlich auch dabei fürs Digitale verantwortlich und haben da sehr viel vor. Dazu kann Sabine noch viel mehr sagen, aber da sind wir mächtig stolz drauf. Und die Resonanz, wir waren natürlich schon in Gesprächen in den Märkten und die Resonanz war einfach sehr, sehr positiv. Auf der einen Seite wirklich als buchende Kunden, was ja immer großartig ist, aber auch so bei den Verwendern, bei Frauen, die alle sagen, oh, das brauche ich sofort, muss ich abonnieren und ich muss auch das Membership-Modell, dem muss ich gleich beitreten. Das bestärkt einen natürlich, wenn man das Gefühl hat, beide Märkte springen sehr darauf an. Ja. Super. Sabine, vielleicht erzählst du uns doch mal, was wird die digitale Welt von finanziell bieten? Was können eure Leserinnen dort finden? Ja, wir sind tatsächlich jetzt, wir sind ja in Echtzeit eben unterwegs heute am 17. August. Das heißt, wir launchen heute Abend noch, da sind wir natürlich alle ein bisschen aufgeregt, unseren Finanztitel digital. Das heißt, es wird auf emotion.de eine neue Rubrik Finanzen geben. Da werden Inhalte stattfinden, natürlich ein Teil for free für unsere Userinnen zum Lesen. Aber wir haben auch etwas ganz Besonderes, und zwar starten wir ein neues Abo-Modell. Finanziell for me heißt es, und die Userinnen können da noch tiefer in das Thema Finanzieren einsteigen. Also wir starten zum Beispiel jetzt mit einem Basismonat mit dem Thema How to Start, so funktioniert Investieren. Im Oktober dreht sich alles um das Thema Depot, im November geht es um ETFs und im Dezember um Altersvorsorge. In diesem Membership-Modell halten die beiden Chefredakteurinnen Astrid Zebe und Daniela Meyer immer einen digitalen Workshop. Da können die Frauen dann live mit Daniela und Astrid lernen, wie man einen ETF-Sparplan eröffnet, können im Chat Fragen stellen, können sich danach in einer LinkedIn-Gruppe austauschen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache für alle, die sich bisher noch nicht getraut haben zu investieren oder auch tatsächlich gar nicht so richtig wissen, was man zuerst tun soll. Und da werden sie bei uns an die Hand genommen. Und ja, wir wollen ihnen den Spaß daran vermitteln. Super. Ihr Lieben, liebe Kasia, liebe Wenke, liebe Sabine, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt noch Botschaften habt, die ich nicht abgefragt habe, hat jeder jetzt noch die Chance für ein Schlusswort. Ich bedanke mich schon mal, dass ich das hier machen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr mich immer mal wieder anruft. Ich komme auf jeden Fall dann. Vielen Dank, lieber Michael. Wir freuen uns auf die Fortsetzung mit dir bei uns. Und mir liegt es noch am Herzen, dass der Grund, warum ich mich mit Emotion selbstständig gemacht habe, war es, die Marke so dahin zu entwickeln, wo die Zielgruppe uns immer wieder erwartet. Und deswegen ist Emotion wirklich auf allen Kanälen, wo Frauen uns erwarten, unterwegs. Und dazu zu den digitalen und Events, die wir heute genannt haben, und Print sowieso, machen wir auch Podcasts, die sehr erfolgreich sind, und haben noch ein Newsletter gestartet, Hot Bowl, und entwickeln uns über die ganze Social Media Plattform. Alles kann man als Kunde auch begleiten, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also dass Emotion eine Marke ist, die überall im Leben der Frau stattfindet, wo sie für die Frau relevant ist und der gute Sparringspartner ist. Und ich freue mich, heute hier dabei gewesen zu sein und über die Möglichkeit, Emotion vorgestellt zu haben. Vielen Dank. Prima. Ich würde sagen, danach kann gar nichts mehr kommen. Ne? Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt wieder und wünschen weiter eine großartige Konferenz. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften.